Hallo Leute, heute möchte ich euch meine Blu-ray-Sammlung zeigen. Da ich in letzter Zeit ziemlich knauserig war, was Filmkäufe angeht, ist sie noch sehr überschaulich. Also wird das Video auch nicht allzu lange dauern. Aber es gibt noch genug Filme auf Blu-ray, die ich mir noch anschaffen möchte. Hier fange ich mit Profondo Rosso an. Das ist das Metal Pack von XD und ist eine Single Disc. Da mich das Mediabook nicht wirklich interessiert hat. Schade ist bei dieser Blu-ray, dass es kein Bonusmaterial gibt. Aber dafür habe ich ja noch die alte Dragon-Scheibe. Ansonsten ist es wirklich eine sehr schöne Veröffentlichung. Und das Bild hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Da kann ich nicht meckern. Ja, Profondo Rosso. Einer der besten Filme von Argento, wie ich finde. Als nächstes kommt Mulholland Drive von David Lynch. Zu diesem Film brauche ich ja nichts mehr zu sagen. Einfach ein großartiges Stück Kinogeschichte. Der Film gehört wirklich in jede Sammlung. Ein Wendecover. Unbedingt anschauen, falls ihr den noch nicht kennt. Als nächstes kommt Ip Man, Teil 1. Auch ein sehr guter Martial Arts Film neueren Datums, der mich sehr positiv überrascht hat. War wirklich ein Überraschungshit. Hier habe ich ein Alternativcover reingelegt, weil mir das Deutsche nicht wirklich gefallen hat. Und zum Film kann ich sagen, dass ich Donnie Yen hauptsächlich aus jüngeren Tagen kenne. Aus seinen und aus meinen jüngeren Tagen. Und schön zu sehen, dass er ja, erwachsen geworden ist und so eine Rolle wie die des Ip Man wirklich toll spielen konnte. Und nicht nur kämpferisch darstellen konnte. Ich kaufe ihm den Charakter wirklich ab. Die Fortsetzung gefällt mir auch noch ziemlich gut und den dritten Teil habe ich noch nicht gesehen. Der soll ja dann eine Art Prequel sein. Bin mal gespannt. Kommt noch. Ip Man. Als nächstes haben wir hier A Clockwork Orange. Zu diesem Film brauche ich ebenfalls nichts zu sagen. Einer der Filme der 70er Jahre. An dem Film gibt es kein Vorbeikommen. Unglaublich gut. Vielleicht sogar Kubricks bester. Anschauen. Hier haben wir Poltergeist. Ebenfalls ein großartiger Film. Die meisten Filme, die ich auf Blu-ray habe, sind großartig. Naja, brauche ich hier auch nichts weiter zu sagen. Außer dass dieses FSK-Logo nervt. Poltergeist. Der Exorzist. Ebenfalls ein Film aus meiner Jugend und einer meiner ersten Horrorfilme überhaupt. Super gespielt, sehr, sehr spannend, teilweise echt vulgär und für seine Zeit schockierend. Schockieren kann er heute wahrscheinlich auch noch. Eine sehr, sehr schöne Veröffentlichung. Ich habe die DVD nie besessen, da ich immer darauf gewartet habe, dass der Film doch mal bitte mit der Original deutschen Synchro erscheint. Ich gucke viel im Originalton, aber manche Filme liebe ich einfach auf Deutsch. Und Der Exorzist gehört dazu, weil das wirklich Synchronkunst oberster Klasse war, was die damals abgeliefert haben. Und die Neusynchro der längeren Director's Cut-Fassung ging überhaupt nicht. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Hier ist jetzt Gott sei Dank die gewohnte Synchro, mit der ich aufgewachsen bin, drauf.
Jetzt gibt es wirklich für niemanden einen Grund mehr, diesen Film zu meiden. Los, geht ihn jetzt schon kaufen. Und wenn ihr ihn schon habt, dann kauft ihn ein zweites Mal. Der nächste ist das Ding. Die Blu-ray habe ich mir aufgrund des Bonusmaterials gekauft. Da ist ja ordentlich was bei, was auf der deutschen DVD leider gefehlt hat. Also Making-ofs, Interviews etc. Lohnt sich definitiv und ist auch ziemlich günstig. Zum Film brauche ich nichts sagen. Hier kommt ein weiterer David Lynch, Lost Highway. Auch ein toller Film. Ich werde das in diesem Video noch relativ oft sagen, glaube ich. Ich kann mich nicht entscheiden, welchen ich besser finde, Mulholland Drive oder Lost Highway. Sie kamen auch relativ dicht beieinander heraus und haben ein ähnliches, ja, Feeling, sage ich. Ich bin froh, dass ich mich nicht entscheiden muss. Sollte ich irgendwann mal eine Top-Liste machen, wird die auch ohne Reihenfolge sein. Das fällt mir mal sehr schwer, da eine Reihenfolge festzulegen. Lost Highway. Jetzt haben wir hier einen Neo-Noir-Film von 1997, L.A. Confidential. Richtig, richtig gut gespielt und leider wenig beachtet zu seiner Zeit, weil der im gleichen Jahr wie Titanic rauskam. Wenn ihr auf diese Art von Film steht, unbedingt anschauen. L.A. Confidential. Hier haben wir wieder ein Stück Kindheit, über das ich mich in einem anderen Video auch schon ausgelassen habe. Die Blu-ray von Das letzte Einhorn. Relativ liebevoll aufgemacht. Ein bisschen zu sehr den Filter eingesetzt, aber es lässt sich heutzutage einfach nicht mehr vermeiden. Ein toller Film. Hier haben wir eine Blu-ray, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. 7. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich habe mir sagen lassen, das sei hier eine Referenz-Blu-ray. Mit einem hässlichen Cover. Das werde ich irgendwann noch ändern müssen. Nun ja, auch ein kleiner Klassiker. Ja, zu dieser Box habe ich mich ebenfalls schon ausgelassen. Das ist die Alien-Box. Nichts weiter dazu zu sagen. Und wo Alien ist, ist der Terminator auch nicht weit. Hier haben wir Terminator 2. Das war, glaube ich, die zweite, naja, ich glaube eher die, naja, die dritte oder vierte Blu-ray, die ich mir angeschafft habe. Einer meiner erklärten Lieblingsfilme, die zwar immer mal wieder variieren, aber in der Top 10, sollte ich sie mal festlegen müssen, wird er definitiv vorkommen. Deswegen werde ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen, weil später wollt ihr bestimmt noch mal wissen, was ich zu diesem Film denke. Hier wieder mit einem eigenen Cover, weil ich das deutsche Cover mit dem T-800-Skelett wirklich schlecht fand, habe ich mir hier einen Sarah gemacht. Ich finde, das ist eh Sarahs Film. Ja. Terminator 2. Hier eine UK Blu-ray. Das ist Turbo with a Shotgun. Der Film des Jahres für mich. Rutger Hauer sollte eigentlich sofort aufhören, Filme zu machen. Ein besseres Abschiedsgeschenk hätte er nicht machen können. Er spielt da so wunderbar in diesem Film, das ist nicht menschenmöglich. Dieser Film steckt Planet Terror, Machete und wie sie alle heißen, vollkommen in die Tasche. Dieser ganze Grindhouse-Kack geht mir eh sehr, sehr auf die Nerven. Aber das hier ist wirklich ein
unglaublich gutes Stück Genre-Kino. Hätte ich nicht gedacht, dass in der heutigen Zeit noch so ein Film möglich ist. Was die hier aufführen, auch vom Farbspiel her, das ist ein, das hätte ein junger Dario Argento nicht besser machen können. Großartig und handgemachte Effekte, was will man mehr? Unbedingt kaufen. Kommt er jetzt auch auf Deutsch raus? Hobo is a Shotgun. Jetzt haben wir hier einen weiteren Lynch, Inland Empire. Da konnte ich mich bis heute noch nicht entscheiden, wie ich den Film finde. Ich habe ihn bisher auch erst zweimal gesehen. Einmal im Kino, was ich aber sagen muss, ein sehr intensives Erlebnis war, denn es war in der Tat ein kleines, verrauchtes Programmkino, in dem die Heizung viel zu hoch aufgedreht war und das in Verbindung mit diesem, ja, Lynch-Mindfuck-Film kann einem diese Zeit wirklich wie ein Fiebertraum vor. Ich war wirklich erschöpft, oder wir alle waren erschöpft, als wir den Saal verlassen haben. Naja, ich werde ihn ein drittes Mal sehen und mich dann entscheiden. Inland Empire. Hier haben wir nochmal Lynch, Wild at Heart. Der ist nicht ganz so kryptisch, aber immer noch ziemlich cool. Und Nicolas Cage, beste Rolle, wie ich finde. Laura Dern spielt auch sehr gut und das Ganze ist auch recht abgefahren. Ist aber wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Wild at Heart. Hier haben wir wieder einen neueren Film, The Ledge mit Liv Tyler. Ein durchschnittlicher Film, der wirklich mehr hätte sein können. Der Trailer hat wirklich einen spannenden Thriller versprochen. Der Trailer hat mir wirklich gut gefallen. Der erste US-Trailer. Mittlerweile gibt es mehrere und auch ein paar deutsche, die ganz anders geschnitten sind und ganz anderen Grundstimmungen haben. Die passen irgendwie alle nicht zum Film. Der Film ist eigentlich eher ein Drama, das nicht so genau weiß, was es sein will. Es ist gut gespielt. Wirklich alle spielen recht gut. Hier hapert es an der Regie. Die taugt irgendwie überhaupt nichts. Ich habe mich nicht über viel aufregen können, aber mir hat auch nicht viel gefallen. Das ist so purer Durchschnitt. Sehr schade. Der Film hätte echt cool werden können. The Ledge. Ja. Hier nochmal kurz die Inferno Blu-ray aus meinem letzten Video. Brauche ich ja jetzt kein zweites Mal zeigen. Ich habe ihn jetzt aber auch schon, seitdem ich ihn besitze, 2,5 Mal gesehen. Also das spricht für diese Veröffentlichung. Großartig. Beide Daumen nach oben. So schön sah Inferno wirklich noch nie aus. Ja, und der letzte im Bunde. Ich schmeiß weg. Der letzte im Bunde. Ein zum Hingen im Glockenseil. Das Mediabook von XT. Ja, dürftet ihr alle im Regal stehen haben. Und ich muss hierzu sagen, dass mir die restaurierte Fassung durchaus gefällt. Man hört zwar immer, dass Filme totgefiltert würden. Ab und zu stört mich das ja auch, klar, beim letzten Einhorn zum Beispiel, aber irgendwie finde ich das beim Glockenseil gar nicht so tragisch. Mir hat der Look ziemlich gut gefallen. Ja, gehört in jede Sammlung. Das war's jetzt auch schon. Ich habe noch ein paar Blu-rays auf der Wunschliste. Und die werde ich so nach und nach abarbeiten. Schauen wir mal. Aber hier sage ich jetzt erstmal bis zum nächsten Mal.